Jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt weiß ich noch nicht mal, was ich sagen wollte. Oh. Kennt ihr das? Ein kaltes Heißgetränk. Genug Schwachsinn gelabert. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Jetzt schon lange, lange, lange ist's her, dass endlich mal wieder jetzt Zeit wird, dass die Soundchecks drankommen. Ich weiß gerade gar nicht, welcher, wie der sich nennt, weil es ist ja wirklich bestimmt schon, der letzte war, glaube ich, Ende Oktober. Weil dann war ich in München, dann kam die Erkältung, dann kamen andere Videoprojekte und jetzt ist es endlich wieder soweit. Die neuen Soundchecks sind da und ich habe schon gesehen, da ist ein Klassiker drin, ne? Und ein 21 Hertz Slowed Bass Test ist auch dabei und das ist ja wohl ein Heimspiel für den Subwoofer hier. Dann werden wir einfach mal sehen, was da so passiert. Und ein paar andere Lieder habe ich auch noch dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dein Speaker Schocker. Bottich leer, jetzt kann's losgehen. Ja, geht's direkt mal los mit dem Klassiker Bonnie M. und Daddy Cool, Frank Farian. Das ist aber wieder sehr problematisch, weil das werde ich auf jeden Fall entweder zerschneiden müssen oder direkt entfernen müssen. Aber es gibt was Neues und zwar YouTube werkelt an einem neuen, ja, wie soll ich sagen, Design. Und das ist ja jetzt auch schon das neue Design. Sieht leicht anders aus. Ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, farbloser. Ne? Früher konnte man ja hier zum Beispiel direkt auf seinem Kanal klicken, dann im Videomanager rein. Das ist weg. Muss man jetzt hier immer oben auf sein Icon gehen. Mit dem Rechtsklick. Ne, Linksklick. Normal wie immer. Und dann kann man hier erst ins Creator Studio kommen und. Und die Videoseite, ja, ist alles ein bisschen größer geworden. Ja, so. Lass mal hier Maschine hier starten. Oh ja. Daddy cool. Das geht immer noch gut, das Lied. Also ganz ehrlich, es geht immer noch. Und wie der sich bewegen kann, ist sowieso der Knaller hoch 3 hier. Wie ihr das neue Design jetzt schon ausprobieren könnt, dann müsst ihr einfach mal bei euch bei YouTube ganz runter scrollen und dann mal auf Probier mal was Neues klicken. Natürlich müsst ihr dafür angemeldet sein. Und dann könnt ihr dann das neue Kanaldesign ausprobieren. Aber wir wissen, irgendwann wird es sowieso kommen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch zurück zum klassischen Design. Aber ich denke mir so, komm, probieren wir es mal aus. Ich bin ja immer sehr, sehr, sehr neugierig. I'm crazy like a fool. Oh ja. Das ist was, ey. Daddy. Ach, ist das ein Mistwetter. Schnell wieder zumachen. Daddy! Big Daddy! So, da wir das eh sperren müssen, ist es eigentlich blödsinnig, das weiterlaufen zu lassen. Oh Gott, 21 Hertz, das ist ja genau das Richtige für einen Subwoofer. Und er hält sich noch in Grenzen. Mikrofon, das kommt irgendwie so leise vor. Irgendwas ist hier auch wieder schon in Bewegung. Weil hier ist alles in Bewegung. Was er hier so 20 Hertz hat. Ja, schlag den Ra. Scheiße. Da freut sich der Nachbar wieder ganz besonders drüber. Junge. Ich habe gerade schon Angst gehabt, wenn ich so ein Türscheppern gehört im Treppenhaus. Da habe ich erstmal ausgemacht, weil ich dachte, wer der Nachbar. Hat aber noch nichts geklingelt. Entweder ist der jetzt nach Hause gekommen und weiß von seinem Glück noch nichts oder er muss zur Arbeit. Weil normale Leute nehmen den Schlüssel und machen die Tür von außen zu. Er knallt die immer zu, damit man auch ja mitkriegt. Das macht er auch mitten in der Nacht oder sowas. Wahrscheinlich soll das so eine Art Retourkutsche sein, weil ich manchmal halt immer ein bisschen was lauter bin. Vor allem jetzt beim Zocken. Der kommt immer richtig geil. Bei Procast zum Beispiel macht das mit dem Subwoofer
Richtig Spaß. Habe ich aber erstmal die Frequenz vom Subwoofer auf 150 Hertz erhöht. Warum funktioniert das jetzt nicht? Lecco mio, ey. Da jetzt. Ja, hier ist nichts, ne? Das ist halt auch der Abstimmungsfrequenz fast noch vom Subwoofer. Da schwingt er nicht viel, ist aber laut. Sieht man hier die Tüte schon wieder hier? Wenn wir jetzt hier noch, dann dreht er unten wieder alles am Rad. Und die Bilder sowieso, das ist so wieder was für Silvester, ne? Das hatten wir schon mal. Ich blende es mal hier ins Video ein. Das hier, das schwingt so ein bisschen hier mit. Haben wir Silvester auch schon mal mit der Luftschlange. Cool. Merkt man auch am ganzen Hosenbein oder jetzt hier auch der Ärmel vom Dings. Und er schwingt ja nicht viel, ne? Einige sagen, er muss schwingen bis am besten unter der Decke. Ja, das machen manche Subwoofer, weil der daran angeschlossene Verstärker die einfach nicht unter Kontrolle hat. Ja. So, was haben wir noch hier so im Petto? Ne, müssen wir mal ein bisschen. Ja, das Ding kennen wir ja auch schon. Da ist dann hier unten wieder alles, hier wie wir vorhin schon gesehen haben mit den Kesseln da auf dem Lautsprecher drauf. So, das dürfte jetzt auch gewesen sein. Ja, gut. So, wir haben auch noch ein paar andere Lieder. Hier musst du ja lange genug warten. Ja, bei dem neuen Design, wenn man zum Beispiel auf seine eigene Kanalstartseite geht, wird man feststellen, dass sein Kanalbanner gar nicht mehr passt. Aber man kann auch Feedback senden. Habe ich gestern erstmal schon eine Feedback gesendet, dass das nicht passt, dass das bitte gepasst, angepasst werden soll. Weil, warum soll ich das denn machen? So, was haben wir denn für Liedchen jetzt noch hier drin? Da müssen wir wieder hier... Oh nein, Extrem Bass Booster. Das ist doch so ein... Ach nee, ey, das ist doch... Ganz ehrlich, na gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt diese Wünsche jetzt hier schon sind. Sind bestimmt schon was länger alt. Und das dauert manchmal ein bisschen. Und wie gesagt, es ist, ihr kommt alle dran, es ist aber nur eine Frage der Zeit. Ne? Also drinnen steht hier in der Liste auf jeden Fall, manchmal sogar doppelt und dreifach. Habe ich ja schon wieder Angst. Letztens der Nachbar hat sich auch beschwert wegen einem Bluetooth-Lautsprecher. Da saß ich in der Küche, hab da was zu essen vorbereitet, Bluetooth-Lautsprecher, mal laut, mal leise gehört und irgendwann kam er abends mal hoch. Ich hab gedacht, wäre ein Hermes-Mensch, der mir was liefert, war aber nicht so. Und dann war das der Nachbar, sagt, war ein bisschen laut, wir sind auch schon wieder den ganzen Tag dran, ne? Ich sag, ist ja nur ein Bluetooth-Lautsprecher. Och nö, was ist denn das hier schon wieder? Den Bluetooth-Lautsprecher werde ich demnächst auch mal vorstellen. Und das Coole bei dem ist, der hat aktiven Subwoofer verbaut. Ich glaube 6,5 Zoll ist der groß, der Subwoofer. Und die Hochtöne sind auch ganz interessant. Sobald ein Fizzle übersteuert ist, hört man das sofort raus. Und wenn man da dann mal diese ganze Bass-Boost-Mist-Scheiß laufen lässt, das ist alles nur überzogener Dreckscheiß. Ach guck mal, geht schon wieder los hier mit der... Oh, bin ich mit Kamera angeschlagen. Armes Butt-Butt-Kamera. Ach, das geht doch gar nicht sowas. Das ist doch einfach nur... Weil ich muss ja noch nicht mal aufdrehen, damit hier was passiert. Jetzt machen wir mal die Höhen rein, um zu zeigen, wie übersteuert der Scheiß schon wieder ist. Entweder soll das so sein, oder kann man Basstest mit Hochtönern machen hier. So, ja, komm, genug gelästert hier jetzt über die ganzen Bassboost-Dinger. So, machen wir mal weiter. So, Tasty, oh ja. Nee, Tasty schreibt man anders, also lecker, oder?
Ich weiß gerade nicht. Ich krieg schon wieder Hunger. Ah, das sieht, kenne ich doch. Oh, habe ich auch schon mal geliked. Das sieht jetzt auch schwarz aus, nicht mehr blau. Ja, schon. Ich kenne es irgendwo, ja. Weil dann ist ja auch nachgemacht hier. Ich komme nur gerade auf den Namen nicht. Jetzt hat sich das Schild hier wieder schön gelöst. Ich hatte das mal schön festgemacht. Aber nö, jetzt durch die 21 Hertz ist das alles wieder lose geworden. Ah. Bald ist Weihnachten und so. Oh, nix auf dem Subwoofer stellen. Oh, wie schrecklich. Ja, warum? Wenn es stehen bleibt. Und wenn man was aufs Gehäuse stellt, was schwer ist, dann wird das Gehäuse natürlich noch ein bisschen steifer. Ist für den Subwoofer auch immer wichtig, ne? Damit das Gehäuse nicht so umsonst mitschwingt. Ich weiß, das finden einige cool, aber das ist Schwachsinn. So wie... wenn ich mit einem wassersparenden Duschkopf eine Badewanne befülle und dann sage, jawohl, ich habe Wasser gespart. So, passiert denn hier noch was? Das Need for Speed, ne? Das ist ja wohl mal wieder... Ich weiß nicht, warum nicht einfach... Sie sollten besser einfach Undergon 2 noch mal ein bisschen aufhübschen und das noch mal auf den Markt schmeißen. Ich würde es mir sogar, glaube ich, noch mal kaufen. Weil das ist ein richtig geiles Spiel. Ich zock's nur nicht gerne, weil die Grafik ist ja jetzt mal nicht so der Knaller. Ne? Für PC gibt's irgendwelche Patches, die bei mir nicht funktionieren. Warum sollten sie auch? Aber das aktuelle Need for Speed, das ist wieder... Erstmal ist das von der Steuerung total beschissen mit der PlayStation. Kann ich noch nicht mal die Knöpfe so belegen, wie ich es will. Das ist schon der erste größte Scheiß. Und dann hat man da noch so eine KI, die total klebrig ist. Die kann man gar nicht abhängen. Naja, darum zocke ich es nicht mehr. Einfach angezockt, fertig ist. Also ein bisschen bei Project Cars drin. Ne? Muss ich nur gucken, wie man das mit dem Online-mäßig macht. Dazu muss man jetzt ein PlayStation Plus-Konto, glaube ich, haben. Was im Jahr, glaube ich, auch um die 60 Euro kosten soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. So, in der Zeit machen wir weiter mit dem nächsten Titelchen. YouTube und GEMA haben sich ja geeinigt und da kam natürlich schnell die Frage auf, ja, jetzt kannst du natürlich hier Lieder laufen lassen bis zum geht nicht mehr. Nein, kann ich nicht, denn das Urheberrecht gilt immer noch. Ja? Also trotzdem können einige Videos gesperrt werden. Die sind jetzt dann nicht mehr unbedingt von der GEMA gesperrt, sondern von anderen ja, Instituten und Urheberrecht muss trotzdem eingehalten werden. Darum, man kann auch nicht jetzt einfach GEMA-Musik in seine Videos verwenden oder sowas. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und jetzt hören wir uns hier erstmal hier Willy Will I M an. Der Willy! Ja, das geht schon ganz cool. Und dann kommen wir gleich auch schon langsam zum Ende des Videos. Damit wir nicht zu lang wieder werden und der Content-ID auch die Möglichkeit hat, dementsprechend den Titel schnell rauszufiltern. Ansonsten müsst ihr noch wieder Tage warten, bis das Video kommt und dann sollen ja eigentlich auch noch eure Kanalvorstellungen kommen. Also, ne? Jetzt ist das Lied bestimmt zu Ende, wo ich gerade so gemütlich hier sitze. Aber natürlich. So, machen wir das noch, dann vielleicht noch eins. Zwei Minütchen habe ich noch auf der Kamera. Kann man vielleicht noch eine Minute rausquetschen. Dann ist die Speicherkarte wieder überfüllt. Weil ich habe zurzeit nur eine 2 GB Karte drin, weil meine 32 GB Karte an Schaden. Dann müssen wir erstmal was Neues besorgen.
und jetzt einfach irgendwelchen Scheiß kaufen, mache ich nicht. Kann man schon mal auf Angebote eingehen. Weil Speicher ist teuer. Ich musste das dies Jahr auch kleben, weil es irgendwie mal einer kaputt vibriert hatte. Wer kann das nur gewesen sein? Ich weiß ja nicht, wer immer hier ist, wenn ich arbeiten bin oder sowas. Ich bin ja sonst ein normal lieber Mensch, ne? Ganz normal, ne? So, ich bin ja nicht so laut oder so, um Gottes Willen. Jetzt mach was, du verdammtes Lied. Oh, ich bin wieder viel zu viel am Fluchen. Ich sollte aufhören, die Videos zu machen, bevor ich zur Arbeit muss. Dann ist die Laune meist nicht ganz so hoch. Ja, hier kommt nicht so viel an jetzt. Das wäre jetzt so blöd, hier zu warten. Machen wir mal weiter hier. Eins noch, komm, eins noch. Oh, zum Ende kommt noch mal so eine richtige Pussy hier am Start. Was ist das denn für ein Bild? Total pixelig. Das fand man vor 10 Jahren, fand man das schon richtig geil hochauflösend. 480p kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieht aus wie 144. Habt ihr da die... Da, guck mal da auf die... auf dem Milchtanker da, auf den Eiweißshaker da. Das ist ja... das ist ja keine Rundung, das ist ja pixelig wie... ja, wie Underground 1. So, Rammstein, haben wir noch nie hier gehabt, finde ich richtig cool. Kann man sich ab und zu ganz gerne mal geben. Lass ich ab und zu mal im Radio laufen. Oder wollte ich eigentlich. Weil die Tonqualität ist aber unterirdisch hier wieder mal. So, so war das vor 10 Jahren so Standard auf YouTube, so eine Tonqualität so von Musikvideos oder sowas. Qualität auf YouTube ja sowieso der letzte Rotz wäre. Man sollte dann doch lieber irgendwas von Apple nehmen. Erstmal kommt es darauf an, das Quellmaterial, wie gut das schon ist. Und das ist ja meistens schon in der heutigen Musikindustrie totaler, ja, Nonsens, totaler Mist, weil das taugt alles nichts. Es ist ein Dynamikumfang von null drin, ne? Im Fernsehen wollen wir High Dynamic Range machen und in der Musik immer weniger. Das ist doch irgendwie eine verkehrte Welt, in der wir hier leben. Ne? Alles kleine Pussys hier. Ja, die haben immer interessante Bühnenshow. Müsst ihr euch mal ein paar Videos von denen geben. Das ist schon manchmal schon echt, ja, abartig. Ah, Rammstein. Ich Rammstein auch irgendwo rein. So. Ja, liebe Leute, das waren jetzt die Soundchecks. Ich weiß jetzt immer noch nicht, welches waren. Ich muss da mal eben nachschauen. Kurz vor 2 haben wir es jetzt. Ich gebe dem Rechner jetzt den Auftrag, dass er mir das Video jetzt fertig macht. Und um 17 Uhr hoffe ich, damit er damit fertig ist, damit er das hochlädt. Weil um 18 Uhr soll das veröffentlicht werden. Kann ich aber nicht garantieren, denn ich bin gar nicht da. Von der Arbeit steuern kann ich das nicht. So. Was mir auffällt bei dem neuen YouTube-Design. Irgendwie kommt der Firefox da noch nicht ganz klar mit, weil... die Ladezeiten, die sind ja enorm lang geworden. So, welche Runde Soundcheck haben wir denn jetzt hier?
23.4 ist es. Ja, 23.4 ist dieser Teil. Ja, ganz cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Das heißt, ihr drückt einfach mal auf den Daumen nach oben Button und abonnieren könnt ihr natürlich auch. Das Ganze ist kostenlos und wird bei mir sowieso kostenlos bleiben. So, das nächste Mal wird ein Unboxing kommen von den angedrohten Bluetooth-Lautsprecher. Dann wird eure Kanalvorstellung wird noch kommen. Neue Soundchecks werden jetzt auch wieder öfters kommen. Weihnachten wird kommen. Ja, und abonniert den Kanal auch ganz einfach, dann verpasst ihr auch nichts. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt mir gesund und munter und lasst euch von diesem beschissenen Wetter mal nicht unterkriegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. We are living in America.